Herzlich willkommen zu einer weiteren Videobotschaft aus unserer Kirchengemeinde Altrahlstedt, heute aus der Martinskirche. Der Karfreitag liegt vor uns. Seit einem Jahr nun schon sind wir mit der Corona-Pandemie beschäftigt und sie schränkt uns ein. Vor einem Jahr haben wir Karfreitag nur online miteinander begehen können. Und auch heute gibt es wieder online eine kleine Botschaft aus unserer Martinskirche. Karfreitag zählt zu den höchsten christlichen Feiertagen. Und es ist gleichzeitig eines der schwersten Tage im Kirchenjahr. Über Tod und Sterben Jesu nachzudenken, was dieser Tod bedeuten kann, haben sich seit Anfang der Christenheit die Menschen, die Christen, Gedanken gemacht. Und es gab immer wieder unterschiedliche Ansätze. Am sympathischsten ist mir der Gedanke, dass Gott mit uns mitleidet. Und das wird auch in dem Text, der uns heute beschäftigen wird, eine Rolle spielen. Aber lassen Sie uns zuerst hören, was an diesem Tag nach biblischer Überlieferung überhaupt geschehen ist. Wir hören die Passionsgeschichte nach dem Johannesevangelium. Pilatus überantwortete ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es ward geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten ein Teil, dazu auch den Rock. Der aber war genäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war,
spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: mir dürstet. Da stand ein Gefäß mit Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hisop und hielten ihm den an den Mund. Da Jesus den Essig nun genommen hatte, sprach er: es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und verschied. Amen. Wenn man mitten in einem Konflikt steckt, wie zum Beispiel jetzt in der Pandemie oder auch in Auseinandersetzungen in der Familie oder am Arbeitsplatz, dann ist das häufig schwierig, einen Ausweg zu finden. Und man sieht manchmal vor lauter Fragen und Ängsten den Wald vor Bäumen nicht. Man fühlt sich gefangen und um jeden Preis ausgeliefert. Manchmal braucht es dann Zeit. Zeit, um erst in der Rückschau zu begreifen, was eigentlich gewesen ist. Und dann noch so ein Sprichwort: fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Die Rückschau erst macht es möglich, die Sachlage angemessen zu beurteilen oder zu deuten. From a distance, aus der Ferne, so singt es Betty Midler in einem bekannten Song. Die Frage, die sich zu Karfreitag immer wieder stellt, auch heute noch und im Rückblick: wo ist bei alledem Gott? Und warum greift er nicht ein? Das fragen sich auch viele bei den Auseinandersetzungen im täglichen Alltag, bei den Fragen um Tod, Trauer, Leid, auch in der Pandemie. Der Karfreitag, der dunkelste Tag, nicht nur im Kirchenjahr, sondern auch wenn wir auf unser eigenes Leben, Leiden, Sterben schauen. Und der Tod Jesu ist quasi der Gipfel der Unmenschlichkeit. Aber es ist zugleich der Gipfel der Liebe Gottes. Beides gehört nämlich zusammen und kann nicht voneinander getrennt werden. Allerdings, erst in der Rückschau, in einer Reihe mit Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, können wir auch das Sterben Jesu bedenken und ihm einen Sinn zuschreiben. Der Karfreitag isoliert betrachtet, der lässt uns ins Bodenlose fallen. Das ist wie eine niemals endende Pandemie, eine Krebsdiagnose oder eine zerbrochene Beziehung. In der Bibel gibt es Texte, auch im Alten Testament, die beschreiben, was mir besonders wichtig ist an dem Tod Jesu. Weniger ein Opfer für andere gebracht zu haben, weder die Versöhnung mit Gott, was theologisch immer wieder diskutiert wird. Es ist vielmehr der Aspekt des Leidens und des Mitleidens, den Gott erlebt, den Jesus erlebt. Und damit auch ein für uns. Dass nämlich auch im Tod, in der Todesverlassenheit, wir von Gott immer wieder auch in seiner Liebe noch umfangen sind. Das ist immer wieder auch eine Herausforderung im Denken. Im Alten Testament, im Buch Jesaja, gibt es die Gottesknechtslieder. Und die beschreiben so ein Geschick, ein Leiden, quasi einen Anti-Helden. Auf Deutsch würde man vielleicht auch jetzt sagen, das Leben eines Opfers. Ich möchte uns ein paar Zeilen daraus vorlesen.
So lesen wir im Alten Testament im Propheten Jesaja, im 52. und 53. Kapitel. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzen, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Weil seine Seele sich aber abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit verschaffen. Ein beeindruckender Text aus dem Propheten Jesaja. Und häufig werden diese Worte ja auch auf Jesus hin gedeutet, als wenn der Jesaja schon etwas in Jesus gesehen hätte. Ich weiß nicht, ob das die richtige Sichtweise auf diesen Text ist, aber in dem Gottesknechtslied des Jesaja wird beschrieben, wie ein Mensch, der überhaupt nicht geachtet war von seinen Mitmenschen, schließlich doch das Licht erblickt und nicht nur für sich, sondern auch für andere Gerechtigkeit bringt. Dieses ist ein sehr tröstlicher Gedanke. Ich habe beim Lesen immer wieder an die Jugendlichen vor allem gedacht, die es so schwer haben in der Gemeinschaft der Klasse, der Gleichaltrigen, die sogenannten Opfer. Also die, die eben nicht so tough und gut drauf sind wie die anderen, die leicht ausgegrenzt werden. Das ist eine riesige Herausforderung. Und solche Herausforderungen des Lebens kennen wir ja auch aus unterschiedlichen Erfahrungen selber. Auch jetzt die Bewältigung der Pandemie ist eine solche Herausforderung. In den Worten des Jesaja wird aber ausgesagt, dass am Ende alle das Licht blicken werden. Gerade für jemand, der so als Opfer in der Schule unter Klassenkameraden bezeichnet wird, ist das doch eigentlich erstmal eine wunderbare Botschaft. Und nicht nur für sie, sondern für uns alle. Auch was andere meinen, wie andere uns beurteilen, das ist nicht das Ausschlaggebende, sondern gerade wenn man am Rande der Gesellschaft steht, ist einem das Licht verheißen, die Nähe Gottes. Und so ist es ja schließlich auch mit der Kreuzigung. Auch wenn alle Jesus verspottet haben, wenn er selber an der Nähe Gottes gezweifelt hat, so hat schließlich Gott ihn aufgenommen, verwandelt zu neuem Leben. Dieses unbeschreibliche Leid Jesu, was er durchlitten hat, das ist gleichzeitig ein Funke der Hoffnung, weil es dabei nicht stehen bleibt. Und auch wir können Karfreitag nur betrachten, auch nur ertragen, weil wir wissen, es gibt dieses Licht danach. So viel er auch ertrug, er erblickte doch das Licht. In der Rückschau ist sicherlich da vieles leichter. From a distance, mit einem Abstand betrachtet, aus der Ferne. Wie werden wir vielleicht einmal diese Zeit, dieses Jahr 2021 beurteilen? Die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, über die es so viele Diskussionen gibt und schließlich
Eine wirklich richtige Entscheidung ist ja auch in diesen Zeiten gar nicht möglich. Wie werden Sie es beurteilen, wenn Sie zurückblicken auf schwierige Momente Ihres Lebens? Manchmal wird dann das Leben, der Sinn des Lebens ganz in Frage gestellt und es wird uns deutlich, wie fragil unser ganzes Leben ist, wie beschwerlich auch. Ins Leben zurückzukommen, bleibt dabei immer wieder eine große Herausforderung. Schön und tröstlich ist vielleicht, dass selbst in dem Leiden Jesu deutlich wird, dass es nicht ohne uns ist und dass Gott da auch für uns leidet, mitleidet. Und in jedem Leid dieser Erde auch er mit dabei ist. Bei Gott sind wir auch weiter gut aufgehoben. Vielleicht mögen Sie das, was Sie persönlich bedrückt, ja auch noch aufschreiben auf den kleinen Zetteln und in die Kreuze stecken, die vor unseren Kirchen stehen in diesen Tagen jetzt. Auch ein Ausdruck unseres Leides, aber auch ein Ausdruck, dass wir es Gott übergeben können. Am Ende werden sich diese kleinen Zettel wandeln und das Kreuz erblühen mit neuen Blumen. Gewiss, Karfreitag können wir immer nur auch in der Rückschau anschauen. Denn Ostern ist schon gewesen und Ostern kommt wieder. Wenn wir heute also auf diese schweren Dinge des Lebens schauen, dann können wir das tun in der Gewissheit und der Zuversicht, dass auch dort immer Gott mit uns geht, weil wir das Licht am Ende schon versprochen bekommen haben. Ihnen wünsche ich einen gesegneten, besinnlichen, ruhigen und nachdenklichen Karfreitag, aber auch diesen Tag schon mit der Hoffnung auf das Leuchten des Ostermontags. Bleiben Sie Gott behütet.